Ja, willkommen zur Fuck-Mission des Jahrhunderts hier in Destiny 2. Deck 25.000 Millionen. Gib mir Deckung. Ich versuche herauszufinden, wie das funktioniert. Verteidige das Schiff. Piss dich! Krieg die Krätze hierbei! Was, sind dicke Gegner? Nee. Boah. Oh. Schon. Ich höre gar kein Geschrei. Bist du noch an einem Stück? Im Gegensatz zu dir kommen sie gut mit feindlicher Technologie klar. Hey, der Teleporter war ganz verwext. Jetzt kommt dieses Kabuff, aber ich bin jetzt einfach mal. Gar nicht. Ah, verdammt. Oh ne, nachladen. Kommst du nicht hin? Weil es ist diesmal nicht getriggert. Gemein. Oh, fuck. Schlüsselcodes funktionieren. Erledige sie und geh an Bord. Okay, gut, alles klar. Ich bin weiter als vorher, Leute. Vielleicht. Ich. Blendgranate ist mal richtig fies, weil dann kann ich nämlich Gefahr laufen, einfach mal runter zu fallen. So. Fuck. You. Dieses Video ist werbefreundlich. Da. Wir bauen auf dich, Hüter. Zerstöre die Waffen der Allmacht. Eliminiere diese Bedrohung.
Und in der Zwischenzeit machen wir uns bereit für einen letzten Lauf durch die Stadt. Das wird Gauls letzter Tanz. Zavalas Truppen gehen schon um die Stadt herum auf Position. Aber sie können nicht angreifen, bis wir das Ding platt gemacht haben. Bereit, wenn du es bist. Okay. 1 AI. Wir sind auf der Allmacht. Gut. Ihr müsst den Zentralkern des Schiffs finden und das Waffensystem deaktivieren. Am besten folgt ihr der Treibstoffleitung. Oh. Auf der Allmacht sind keine... Ja, puff! Kannst du mal stehen bleiben? Mensch, das ist schwer. Schon aktiv. Sind wir zu spät? Noch nicht. Du musst die Verbindung zwischen der Allmacht und der Sonne unterbrechen, bevor das Magnetfeld der Sonne zerstört wird. Mit einem großen Buh. Munition! Wo muss ich hin? Da drüben? Ja. Nicht schlechter als das. Erstmal Munition. Wieder ein Stieg eingeschränkt. Ja, super, das freut mich natürlich sehr. Ich liebe ja diese Parts, wo ich nicht sterben darf. Weil die auch immer so fair sind. Ja, zum Beispiel mit Schildheinis. Geil!
Nach! Du auch! Los! Don! Nein! Ja, komm, super bereit! Komm, das gebe ich mir jetzt einfach mal. Oh, der Penner ist mir so weg. So. Dann du. Und dann bist du wieder an. Geh mal ganz stark davon aus, ich soll hier durch, oder? Nee, hä? Wo ich lang? Da lang. Ja, natürlich. Und habe ich einen Wiedereinstieg hier? Unsere Truppen positionieren sich an den Stadtmauern. Du gibst das Signal für den Angriff. Wir erledigen das, Commander. Ja, nice, wenn ich jetzt wieder sterben darf. Dieser Tunnel da drüben sollte uns direkt zum Zentralkern führen. Mich raten. Da ist noch Gegner? Wie es aussieht, darf ich scheinbar wieder sterben. Blockiert. Wir könnten aber sicher die Mahlzähne wieder in Gang bringen. Die Klappe zu. Und überall so Sprengsätze. Ah, super zum Beispiel. Kapuff. Macht ihr noch nicht nur. Das bauen die da nicht doch nur zum Spaß hin, sondern ich glaube, wir werden jetzt gleich wieder einen Wiedereinstieg eingeschränkt haben. Und dann habe ich wieder meinen Spaß. Muss ich jetzt hier nichts machen? Ach doch, jetzt das läuft es auf, okay. Was jetzt? Anscheinend nutzt die Rotlegion Fusionszellen als Antrieb für ihre Maschinen. Legen wir sie ein und starten das Ding. Ah ja, klar. Wieder ein Stieg eingeschränkt. Ich hab meinen Spaß. Hä? Oh, falsche Taste, sorry. Hab mich selber verarscht, aber euch auch. Einmal muss ich in so beschissene Situationen nachladen. Komm, mach eine. Thank you.
Fick. Oh, fuck. Auf. Mach dich fertig. Gut. Nee, lad mal hier die Löffel danach. Die Erztunnel sind frei. Wir können dem Treibstoff zum Waffenkern folgen. Diese Felsen. Schwer zu glauben, dass da einer unserer Planetenzerbrösel zu unseren Füßen liegt. Da ist noch genug vom Planeten übrig. Wir kümmern uns drum. Zavala, deine Truppen stehen an der Stadtgrenze bereit. Verstanden. Ich schalte gleich den Funk aus. Die Rotlegion darf nichts ahnen. Oh. Peter, ich werde alles tun, um unsere Heimat zurückzuerobern. Hatte ich gerade Standbild. Sollten wir uns nicht wiedersehen, sollst du wissen, dass ich stolz auf deine Taten bin. Das war toll. Level 19, ein Level noch, dann sind wir auf Max-Level quasi. Dann können wir nicht höher kommen. Das heißt, dass wir dann auch diese Missionsvoraussetzung werde Level so und so und spiele dann das diese und diese Mission, das wir auch nicht mal haben werden. Gehe aber auch ganz stark davon aus, dass wir uns dem Ende der Story nähern und somit auch was eh sowieso egal ist. Hat so ein bisschen so ein Guild Wars 2 Add-on-Story-Charakter oder lebendige Welt-Charakter. Wo du dann wirklich schon sehr gut voraussehen kannst, wann so sich das zum Ende nähert. Was ich aber gar nicht so schlimm finde. Trotzdem. Natürlich ein bisschen schade. Aber auch wiederum. Ja. Mich hat die Story zwar schon ein bisschen beeindruckt, aber so geflasht, wie so von so einer Guild Wars 2-Story oder so, bin ich jetzt hier nicht. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie wahrscheinlich die DLCs oder die Erweiterung, die vielleicht auch ein bisschen Story hinzukommt, dass ich mir die für Destiny 2 holen werde. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Bock habe, vielleicht ja doch, aber jetzt, so zu dem Zeitpunkt, erstmal nicht. Also, der einzige Weg zu unserem Ziel führt da draußen lang. Ja, also wird es wahrscheinlich so sein, dass nach dieser Story hier ihr erstmal bei mir zumindest nicht so wirklich mehr Destiny 2 Content sehen werdet. Vielleicht ja doch, also das kann ich alle natürlich noch ändern. Erstmal nicht. Brennend! Wo lang? Geradeaus. Bleib in den Schatten, den Schatten! Ah, ich regeneriere mich. Muss der. Ah. Ja. Ein Schatten, riesenlanger Laufweg mit Gegnern, sicherlich keine so gute Idee. Gut, beim nächsten Mal machen wir das nochmal, probieren es nochmal aus und dann mal sehen. Ja? Also, haut rein, beim nächsten Mal geht's weiter, tschüss.